Nadine vor, oder? Du hältst ja nur auf. Ich muss mich erstmal aufwärmen. Ein bisschen den Boden antesten, aber es ist auf jeden Fall sehr lehmig hier. Deswegen könnte es rutschig sein. Ich bin hier mal vor 2 Jahren schon mal nicht so. Das ist eher so ein Überroller. Das Lustige ist, ich habe vorhin mein Vorderrad vergessen in der Garage. Deswegen durfte ich noch mal eine halbe Stunde zurückfahren und eine halbe wieder herfahren. Reifendruck ist ja mittelmäßig, da es gestern eigentlich komplett trocken war. Und ich glaube, kann ich noch ein bisschen. Oh Gott, oh, yeah. Okay, hier ist auf jeden Fall Mappel, hier haben einige gebremst. Hier kann ich später vielleicht runter machen, aber aktuell fühlt es sich noch gut an. Die Gabel habe ich gestern ein bisschen weicher gemacht. Mache ich vielleicht noch ein bisschen. Ja? Das ist eine Rutschpartie hier. Hi. Voll geil. Hey. Weiter oder? Hier ist richtig mattig. Den hier weiß ich nicht, wie man den kriegen soll. Ist dann sogar gefühlt noch größer als damals. Also weiter. Der erste hier geht immer und danach muss man eigentlich reintreten, gefühlt. Oh. Aber es kommt auch der Wind entgegen, also du brauchst eigentlich mehr Speed, aber ich glaube, wenn du links von den anderen, von der anderen Strecke kommst, hast du auch mehr Speed als hier. Aber fühlt sich ganz gut an, der Boden. Ich glaube, ein bisschen weicher kann ich auf jeden Fall noch gehen, also für Loom ist es geil. Das wird richtig los. Es ist geil wahrscheinlich, so wie ich es gerade habe, weil du noch Grip kriegst, also weil du noch genug Luft drin hast, dass der Reifen richtig reingreift. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so was Flaches, Abgefahrenes fahren, dann rutsche ich da hier mit zu viel Druck. Das war ja eine reine Schlammschlacht, Alter. Wahnsinn. Die andere Seite war nicht so krass. Ha? Die andere Seite vom Berg war nicht so krass. Ja, der untere Teil war jetzt relativ matschig, finde ich. Aber ist auch ein bisschen lehmigerer Boden, ne? Ja, ich habe schon überlegt, Luft runter zu machen, aber. Ja, wir haben vorhin Luft aufgemacht, weil wir richtig Platz waren. Ich glaube, für so andere Strecken ist es gut, gerade die Luft, aber für da darfst du halt auch nicht zu viel. Da rutscht halt viel rum, wenn du zu viel Luft drauf hast und der Untergrund so platt gefahren ist eigentlich. Lass mal anwenden. Was? Fest ist. Luft. Keine Ahnung. Hat Stau. Ja. Was? Also, ich will runter machen, keine Ahnung. Es fühlt sich wie 2,5 Bar an. Nee. Hier hinten sind 2 Bar. Hier hinten könntest du es lassen, theoretisch. Vorne würde ich ein bisschen runter. Das findest du hart? Vorne finde ich hart. Ich würde nur nicht zu weit runter gehen.
Ja. Ich würde es erstmal so lassen und dann guckst du mal, wie es fährt. Und dann kannst du ja immer noch runtergehen. Mit Regenjacke gerade echt ein bisschen zu warm. Ich glaube, ich ziehe ein Jersey dann an. Lange Hose werde ich anlassen, dass die Schoner sauber bleiben. Dass die nicht so dreckig werden, weil wir haben keine Waschmaschine. Hitzewallung hier. Lass uns mal vorrangig. Ja, I'm waiting for someone. Ja? Ja, okay. Also hier unten hätten sie sich sparen können. Das ist ja immer noch so wie vor 2 Jahren. Du verlierst hier mehr Energie, wie das dir irgendwas bringt, dann kannst du es auch einfach gerade lassen. Also, na, keine Ahnung, vor allem bei Gegenwind. Lass es lieber flach und lass einfach so wie hier so gemütlich rollen und gut ist. Also, keine Ahnung, was das soll. Aber ja.